Ah, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir sehen uns dann beim Fest, nicht wahr? Hehe. Und lass den Zettel halt verschwinden in meiner, unter meiner neuen Uniform. Ja, und würde dann zurück zum Blutdruck gehen, muss ich sagen. Da auf die anderen warten und da besprechen oder wie? Also Ja. heute werden ja keine Kämpfe mehr, der heutige Tag wäre dann turniertechnisch durch. Ich sagen, so war es eben abgesprochen, meines Wissens nach, gerade eben. Ömer steht gerade vor der neuen Handelshalle, wo Räume ein- und ausgehen. Und wenn du möchtest, kannst du auch gleich einen anhalten. Hat sich hier so einen kleinen maßgeschneiderten Anzug angezogen. Ziemlich hochwertig sieht er aus. Liest wohl gerade im Tagesoptolithen und da wohl ein paar, ja, zumindest ein paar Zahlen, viele, viele Zahlen mit irgendwelchen Namen von Unternehmen. Auch Störrebrand ist dabei. Also worüber die spekulieren, Hauptsache es bringt Geld. Und da könntest du ihn dann anhalten, wenn du möchtest. Oder suchst du einen bestimmten Gräuel? Ich suche einen, der jetzt hier mit Metallen handelt. Mit Metallen. Ja, die handeln alle mit Metallen. Gerade in der neuen Handelshalle. Da werden dann die Metallkurse festgelegt. Ja, dann geht man mal auf einen hin, der vielleicht Stand hat. Ja, steht dann da an so einer Anzeigetafel und klopft gerade drauf, als du herbeitreten willst. Und wollt ihr ein paar Wertpapiere kaufen? Ein paar Wertpapiere für Metalle. Ich kaufe kein Papier, nein, ich habe kein Tresorpapier. Wie kann ich euch sonst weiterhelfen? Ich habe alles, was ihr braucht. Ja, man tritt mal ein bisschen näher ran und nicht ganz so laut, bitte. Schaut mal so. Verschwörerisch können wir auch, alles klar. Es soll also egal sein. Was habt ihr denn so an magischen Metallen, die ihr auftreiben könntet? Endurium wird gerade ein bisschen knapp. Wir hätten da eigentlich eine Lieferung erwartet, aber die wurde uns abgenommen. Die wurde vor einem Jahr uns versprochen. Haben wohl ein paar hinterhältige Fieslinge haben die Endurium-Mine ausgeraubt. Seitdem haben wir keins mehr. Aber ein paar Krümel könnte ich doch auftreiben. Wie sieht's denn aus mit Mit ein paar Metallurieren? Silbermünzen? Silber? Er zuckt ein bisschen mit dem. Warum macht ihr denn hier so ein Aufhebens drum? Sehe ich aus wie Nierensteine. Nein, ich habe gutes Silber. Thyakradane. Ihr müsst wissen, sie hat eine eigene Silbermine. Und das Schlagen von Silber ist zwar unter Strafe, aber sie tut es trotzdem und sucht sich dann den ein oder anderen Wartler. Ich bräuchte ein bisschen Silber. Mir, selbstverständlich. Wollt ihr Silbermetalle in Kilo oder wollt ihr Münzen? Ein paar Münzen, egal woher. Also egal aus welcher Zeit, egal woher. Ja, Was ist überhaupt im pro Lina? Silbermünze eine Dukate. Wie wär's, wenn ich euch zwei Dukaten gebe für drei Silbermünzen? Ja, das wäre ja gegen den Preis. Sehe ich aus wie Aber ein Feilscher. ja. Ihr seht aus wie ein hervorragender Feilscher. Vor allem so gut gekleidet. Ja, da habt ihr recht. Wollt ihr mir noch ein bisschen mehr Honig ums Maul schmieren? Hört mir mal zu. 2,5 Dukaten für 3 Silber. Ich kann euch auch die Prägung. Dann kann ich euch auch sagen, verschiedene Prägungszeiten. Kann quasi euch alles anbieten. Na gut, vor dem bosporanischen Fall wird es ein bisschen schwer, aber es gibt ja den einen oder anderen Gräuel, der eine Silbermünzsammlung hat und dementsprechend Dann viel hätte ich ganz Geld. gerne etwas Mittelreichisches. Ja, mittelreichisch. Ja. Könnt ihr bekommen. Ja, Halbprägung. Ja. dann steht er dir. Genau, Halbprägung, super. Gut, dann bekommst du Drei Silbermünzen. für 2,5 Dukaten. Genau. Ja, mit den Silbermünzen in einen Beutel und den Ahnengrimmern ja aus dem Weg gegangen, schnell wieder Richtung zum Haus von Carmutil. Garmut hier. Ja, gleich wieder angekommen. Feuerborn ist ja um die Ecke. Einmal nur kurz über die Straße rüber und dann stehst du wieder vor dem großen Tor. Jetzt will man einmal drum herum schleichen, um das Gebäude, um das Anwesen, wie auch immer, um zu gucken, wo man eine gute Einbruchsmöglichkeit findet. Ja, die Fenster im unteren Bereich sind vergittert. Wenn du eine Bohnenstange wärst, könntest du dich da durchquetschen, aber du bist keine. Und ansonsten müsstest du in den ersten Stock klettern, um da dann ein Fenster von außen aufzumachen.
Da schaut man sich mal an. Erstmal will man sozusagen so durch die Fenster so gut reingucken, wie man kann, bevor man irgendwo hochklettert und bevor man das Gelände betritt, um zu gucken, was man so alles erkennt. Du hast gesagt, da sind immer manche anzumachen, wie Bediensteten hier und da vielleicht herhuschen. Ja, so insgesamt wirst du da so vier, vielleicht einen fünften Bediensteten ausmachen, die dann hier Staub sauber machen und hier Ordnung halten. Immerhin sind das alles noch Menschen, diese Gardisten. Nicht unbedingt alle haben einen Pakt, aber gerade wenn es in den höheren Bereich geht, dann eventuell schon. Bei Kamotil bist bisher nicht ganz sicher, das hat keiner gesagt. Die huschen gerade so rum und mit Glück wirst du dann einsteigen können, während die im ersten Stock sind, dass du dann da dem zweiten alleine bist. Ja, das wird man jetzt versuchen. Da wird man sich eine Stelle aussuchen, von der man denkt, okay, hier sieht mich gerade keiner, hier schaut gerade keiner. Ja klar, irgendwelche unsichtbaren Augen werden mich verfolgen, aber das gehört dazu. Okay, gut. Dann brauche ich eine Kletternprobe. Sie ist nur erschwert um 3, weil du kannst ja auch noch diese Gitter, die eigentlich dafür da sind, dass man nicht einbricht. Und die benutzt du jetzt einfach, um daran hochzuklettern, dich nach oben zu ziehen, da nochmal den Fenstersims greifen. Oh, jetzt nochmal hier und dann stehst du zusammen mit sowas wie einer, naja, Regenrinne ist es nicht, aber ist das einfach dann der Schmutz, der Staub von der Straße, der oben liegen bleibt, was der dann da irgendwie abgetragen wird, da kannst du dich dann festhalten und schießt du vor dem geschlossenen Fenster. Ja, dann wird man sozusagen sein Dietrich zücken, wo auch so ein etwas länglicher geschlagener, der ist kein richtiger Dietrich, sondern der ist so ein Hebel zur Seite Schieber, und dann wird man das unter dem Fenster zwischen Fenster und Fensterrahmen durchschieben und versuchen damit den Hebel zur Seite zu schieben, der Dings ist, der jetzt hier dafür zuständig ist, dass das Fenster nicht einfach aufgeöffnet werden kann. Ja, ist das ein hochwertiges Werkzeug? Nein, das ist ein einfaches Standardwerkzeug. Okay, das ermöglicht die Probe. Dann machen wir eine Schlösser knacken. Ich sag mal, es ist nur ein Fenster plus 2. Da muss man mal gucken, ob ich Glück habe. Das habe ich wohl. Die Plus 2, 20. die Ja, Plus so 2, gut die wie das brauche Probe ich. wird. Ja, ich mache die ganze Probe neu. Kann ja nur besser werden. Dann ist klack, der Hebel leise beiseite geschoben. Man schaut sich noch einmal um und dann schiebt man sanft das Fenster auf und steigt hinein. Schlägt vorher noch mal sanft die Füße draußen sanft ab und geht mit den Händen noch einmal über die Fußsohlen drüber, dass man nicht irgendwas reinträgt in die Wohnung an der Stelle. Und ja, wird dann das Fenster wieder zumachen, aber nicht schließen, also im Sinne von den Hebel vorlegen. Und dann gucken wir mal nach, in welchem Raum man wohl ist. Das ist wohl das Arbeitszimmer. Du kannst ja erkennen, wie Teppiche ausgelegt sind. Vielleicht noch sowas wie ein erschlagener Zand. Nee, muss eine Nachbildung sein. Das ist kein echter Säurepelz. Und ja, großer Schreibtisch, vor dem du jetzt stehst, ein Stuhl. Schreibtisch mit mehreren Schubladen? Mehrere Schubladen. Man geht mal zu irgendeiner der Schubladen hin, im unteren Bereich, und zieht die sanft und leise auf, wenn es geht. Ja, soll gelingen. Du kannst von unten noch Stimmen hören, irgendwie eine Frau, die sich gerade mit dem Koch unterhält, irgendein Essenspunsch, den es wohl heute Abend geben soll. Dann wird Ömer die drei Silbermünzen nehmen, wird sie in den hinteren Bereich unter irgendetwas drunter liegen, was da sowieso schon drin ist, verstecken sozusagen die Münzen in dieser Schublade. Ja, du siehst so einen schimmernden Brocken, irgendeine Flasche, ein paar Würfel, Knochenwürfel, Schlüssel für irgendein Schloss. Weißt du nicht genau, auch nicht beschriftet. Kleine Münzsammlung. Ja, zur Münzsammlung. Also kannst Ja, man das steckt eine man das in die Münzsammlung ist? Münzsammlung rein an einen ganz eigenen Punkt, wo Ja. man sozusagen sich denkt, das sieht aus wie eine Sammlung. Perfekt. Zack, 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 Ist zieht man da auch rein, macht noch man eine die freie Schublade wieder zu. Stelle, aber du erkennst sonst kein Silber. Nur goldene Dukaten von verschiedener Prägung. Das scheint wohl so eine Art Hobby zu sein, dass man hier nicht nur Golddukaten, sondern die Gräume dann eben auch vor allem Silberdukaten, aber dann aus verschiedenster Prägung, Halzeit, Raulzeit, Perwahl, ne, die verschiedensten Zeiten dann durch, dass sie da dann dazu gesteckt. Gut, dann schiebt man die Schublade sanft wieder zu, geht zum Fenster, schaut nochmal nach, dass man keinen Dreck auf dem Boden hinterlassen hat, der vorher anscheinend nicht da war, von seinen Füßen. Und Ja, wenn doch, doch, hast du hinterlassen. Ja, dann doch, wird man auf jeden Fall Hauswirtschaftsprobe. anfangen, genau, dann wird man anfangen, jetzt hier den Boden so weit sauber zu machen, dass man jetzt hier gehen kann, ohne Spuren zu Ja, hinterlassen. Hauswirtschaft. Ja, schauen wir mal nach, wie das klappt. Das wichtigste Talent für einen Dieb. Und zack, zack, zack sind die Krümel schnell aufgesammelt, drei Krümel aus dem Teppich herausge. Geklopft links und rechts und ja, keine Krümel mehr zu erkennen auf den helleren Stellen. Ausgezeichnet.
Wolltest du die Intrige jetzt schon beginnen oder wolltet ihr euch erst einmal wieder oben in eurer Taverne sammeln? Nee, die Intrige wird jetzt noch nicht begonnen. Jetzt wird sozusagen rausgeklettert, der Hebel wieder einmal vorgelegt und dann. Ja, passt. Gut, und dann wird zu den anderen gegangen, dann. Nee, warte, bitte. Ich muss gerade mal Notizen. Notizen. Genau, jetzt wird zum Aquädukt gegangen und jetzt wird eigentlich wird nur geguckt, wo eine gute Stelle ist zum Aquädukt hochklettern, damit ich mit den anderen sagen kann, guck mal, hier an der Stelle könnten wir vielleicht gut hochklettern, ohne dass wir auf den See hinausfahren müssen. Ja, wahrscheinlich dann über das Institut der Tiefenforschung auf der abgewandten Seite von der Hauptstraße entfernt. Da würde man am besten über die schwarzen Steine nach oben klettern können. Das ist natürlich unglaublich gefährlich. Da braucht man richtig gute Handschuhe, sonst schneidet man sich an den schwarzen Felsen die Hände auf. Immerhin sind wir hier in der Stadt des Agrimot, Unerz. Ja, und so wird man noch jetzt hier losziehen wollen, Handschuhe kaufen. Nein, wird man nicht. Man Handschuhe kaufen machen mit den anderen zusammen. Zurück zu den anderen, ich bin bereit zur Lagebesprechung. Dann trefft ihr euch wieder oben mit Igna allesamt. Seines, ich habe irgendwas vergessen. Nur pro forma möchte ich kurz checken, ob meine restliche Ausrüstung noch in Ordnung ist. Hat der Hammer kurz ausgelöst? Ist mein Pfeil weg oder habe ich den noch? Du hast den noch. Okay, gut. Warum hast du mich denn überhaupt würfeln lassen? Ja, weil du das an der Stelle nicht durchschauen solltest. Ja. Treffen wir uns, oder? Wir sind da. Ach, das war ein sehr produktiver, erfolgreicher und guter Tag. Ich bin nicht sicher. Bestimmt. Also erstmal, ich habe keine Ahnung von den Preisen. Wollen wir vielleicht... Ich mag diesen Alraune-Duft. Hat jemand noch etwas Alraune zum Anzünden? Ah, ja. Ja, sicherlich. Der wäre jetzt zur Entspannung sicherlich sehr... Ich würde dann ebenfalls eine Alraune anzünden und wieder in einer Feuerschale platzieren. Wie viel hast du denn noch? Hast du das aufgeschrieben? Ich hatte 5. 5 oder 10, glaube ich, hatte ich. Ich glaube, du brauchst keine ganze Gans zu verbrennen. Wahrscheinlich genau. Eine halbe. Ja, du musst nur angekohlt werden. Mach halt an. Genau. Fenster zu, Türen zu, Teppich vor den Türritz. Also so, ich habe erfahren, Karakil können wir uns irgendwie in der Akademie besorgen. Vielleicht sollte das ein Magier machen, das wirkt total kompetent. Ich könnte immer nur sagen, für meinen hohen Herren brauche ich einen Karakil. Ich weiß nicht genau, was es kostet. Ja, es gibt die Möglichkeit mit einem Karakil, dass wir da alle draufpassen, bis so 8 bis 10 Leute. Das Einzige, was wir dafür machen müssten, das könnte ich auch noch machen, aber das wollte ich mit euch absprechen, dass ich mir hier irgendwo in der Stadt ein paar Handwerker suche, ein paar einfache, die mir ein Karakil-Transportgestell bauen. So wie Dogstein hatte. Stimmt, der hatte sowas. Ja, genau sowas. Ja, das erscheint mir gut. Da müssen wir dann noch alle draufpassen, denke ich. Ja, genau. Das wäre die eine. Das wäre die Sache zu dem Karakil, die ich rausgefunden habe. Zum Aquädukt, wir sollten entweder vom See aus, aber das ist natürlich dann gefährlich, wenn wir vom See aus hoch wollen, oder aber von diesem Institut der Tiefenforschung, was dort ist, direkt neben Galotas Palast, könnten wir auch hochklettern, aber da sind viele sehr spitze Steine. Das heißt, sehr gute Handschuhe sind gefragt. Also sprich, da müssten wir uns alle, die hochklettern wollten, an dieser Stelle Handschuhe besorgen, weil das ist echt, das sieht scharfkantig aus wie Glas. Ich zeige dir mal meine Handschuhe. Werden die wohl reichen oder brauche ich auch noch spezielle? Ich denke, dass wir hier und da an manchen Stellen in den Handschuhen Metallbeschlag brauchen. So spezielle Handschuhe zum Klettern. Gut. Das sollte sich ja bekommen lassen. Ja, das kann ich organisieren, wenn wir das brauchen. Das Rausreiten aus dem Sichelstiegtor, ich habe da schon mal so ein bisschen was vorbereitet. Der Oberweibel Dämonik Köhler ist da jetzt hier der Mann, der sozusagen am Tor alle Fäden zieht. Er ist zwar nur jetzt hier Oberweibel, aber das reicht wohl da an dem Tor im Normalfall. Der ist ziemlich intrigant und ist eigentlich immer dahinterher, hinter Informationen, um aufsteigen zu können in seinen Rängen. Jetzt habe ich natürlich erstmal rausbekommen, wer da sein nächster über ihm Vorgesetzter ist, also sprich, welchen Rang er da raufrutschen könnte, wenn er den wegräumt. Das ist der Hauptmann Karmotil. Wie der Name sagt, ist der wahrscheinlich schon jetzt hier in den Niederhöllen mit einem halben Arsch, mit einer halben Arschbacke. Und den könnte man jetzt was anhängen, denn ich habe zufälligerweise etwas Silber gekauft und das in seiner Wohnung deponiert. Dass man, also eigentlich bräuchte jetzt Oberweibel Dämonik Köhler nur noch die Information, wo und dass Hauptmann Kamotil in seiner Wohnung Silber hat, um sozusagen den Mann aus dem Weg räumen zu lassen. Das heißt, wir könnten auch einfach durchs Tor rausreiten mit unserem Streitwagen oder mit mehreren Streitwagen, je nachdem, wie wir das wollen, wenn wir das lieber wollen.
Und bei dem, was ja alles in der Luft unterwegs ist, ist es vielleicht fast sogar schon sicherer. Das scheint mir auch so. Aber ich denke, es ist gut, beide Optionen zu haben. Also wenn wir sowohl auf den Streitwagen als auch auf den Karakil zugreifen können und dann je nach Situation entscheiden, wie es aussieht. Also das mit dem Sichelstiegturm mit Oberweibel Dämonik Köhler, das würde ich sogar noch gemütlich anleihen. Das traue ich mir zu. Ja, das mit dem Aquädukt mit den Handschuhen traue ich mir auch zu. Und das mit dem Karakil kaufen der Dienstleistung innerhalb der Akademie traue ich mir nicht zu. Was ich mir aber zutraue, ist die Konstruktion bauen zu lassen. Ich denke, dass die beiden Magister da aushelfen können. Beim Thema, was habt ihr herausgefunden? Ich weiß, was in diesem Aquädukt transportiert wird. Ich habe eine Probe mitgebracht. Vielleicht, Aminalaus, wir sollten uns das dann mal angucken, genau. Ich habe schon eine Duftkontrolle vorgenommen. Es riecht unauffällig. Ich öffne jetzt mal diesen Krug, also diese Kanope, wie auch immer. Und zeige ihm jetzt mal. Das ist also kein Unwasser. Es scheint kein Unwasser zu sein, aber eine klare Flüssigkeit. Und ich habe jetzt noch kein Unwasser gesehen, deswegen könnte ich es nicht sagen, aber erste Expertise würde sagen Wasser. Gibt es einfache Proben, vielleicht über eine Flamme halten oder vielleicht mit einem Stück Holz also ein Stück Holz befeuchten mit diesem Wasser und in die Flamme halten, mal gucken, was passiert. Wir probieren jetzt einfach. Flammprobe, klar. Wenn da irgendwie Unwasser dran ist oder Metalle, Schwermetalle, dann sollte die Flamme gefärbt sein, ist sie nicht. Wir haben leider keine alchemistische Ausrüstung dabei. Insofern natürlich. Ja, Kohlebecken hast du ja. Also Stock, Wasser dran oder Flüssigkeit dran. Nee, ich meine jetzt zu genaueren Bestimmungen, was diese Flüssigkeit ist. Nun, ihr könntet eine Probe an die Heptagon-Akademie bringen. Jedoch, wenn sie von dem Aquädukt selbst wissen, dass da etwas Besonderes dann wäre, das schon sehr verräterisch. Sag mal, ist dieser Galotta eigentlich ein Akrimod-Priester? Oh, nein. Warum? Endlich die Klappe. Scheiße, ich lass nicht. Dann halt die Klappe. Ist das nicht Attack? Ist das so ein Priester von dir? Nein. Er hat seine Seele an den Herrn der Rache verkauft. Zumindest sagt man sich das. Kann ihm das auch egal sein, ob das jetzt Wasser ist oder nicht. Nun ja, für uns ist es nicht egal. Wir wollen ja ihr wollt durch dieses Wasser kriechen. Und da sollte man schon wissen, was diese Flüssigkeit ist. Torgosch, du willst durch das Wasser kriechen? Ich will erstmal rausfinden, was das ist, bevor ich mich darüber entscheide. Du trinkst das ist doch. Erstmal wichtiger. Wir haben noch einen Eisenmagen, einmal trinken. Erstmal rausfinden, was das ist. Und dann gucken wir. Darf man mich abraten? Nun, vielleicht lässt sich in der Stadt ein Apothekarius auftreiben. Mit einem Labor. Was das wieder kostet. Nun gut. Kümmert euch drum, wir müssen wissen, was das ist. Haben wir das Wort klar gemacht? Ja, das ist bereit. Sieht auch gut aus. Stabil, kann man nichts sagen. Konntet ihr etwas über Theokradane herausfinden? Ich habe mich noch nicht erkundigt. Ich werde es nach und nach treffen, wenn wir Zeit haben, in Angriff nehmen. Ich denke, die gute Berichterstatterin vom Optoliten ist vielleicht hilfreich. Ich bin noch nicht ganz sicher, mit welcher Geschichte ich hier komme. Ich möchte natürlich nicht, dass sich unser Kundigum in dieser Stadt herumsprechen. Nun, dann denkt euch besser eine gute aus. Das wäre vorteilhaft. Nun gut. Habt ihr schon herausfinden können, wie Answin in der ganzen Sache drin hängt? Nein. Wie gesagt, ich habe noch keine Zeit gehabt, mit dieser Reporterin zu sprechen. Gut. Gibt es sonst noch etwas? Ach ja, ich habe den Raum erkundet, in dem das Aquädukt in den Palast hineinführt. Es wird nur von ein paar Wäschern, Waschfrauen, Waschmännern belegt, die hin und wieder anscheinend irgendwelche Klamotten waschen, beziehungsweise ja, allgemeine Reinigungstätigkeiten durchführen. Es scheint ein Raum niederer Priorität zu sein.
Man kann ihn von innen auch verschließen. Mit einem Riegel. Also wenn wir auf diesem Wege fliehen würden, könnten wir noch einige Sekunden herausschlagen. Und ihr könnt auch dafür sorgen, dass dieser Raum leer ist, wenn wir ankommen. Wir wollen schließlich nicht, dass irgendjemand sieht, wie... Ich denke schon. ...vier schwer gepanzerte Leute aus einem Makaviluk kriechen. Ich denke schon. Das wird wir hinbekommen. Wir müssen uns nur den Zeitpunkt einigen. Wann die Aktion startet. Nun, die Zeitpläne für die Götterdienste hängen ja an den Brettern aus. Wir werden da also uns einen suchen können. Hat sonst noch jemand etwas vorzutragen? Gut, dann ist unser Plan ja beinahe durchführbereit. Wir werden dann morgen noch die letzten Kleinigkeiten klären und den übermorgen in Gang setzen. Für mich ist jetzt nicht ganz klar, ob wir das Karakilgestell haben wollen oder nicht. Nun, wenn es nicht gar so teuer ist, dass es uns arm macht, sollten wir es auf jeden Fall haben, denn wie ich bereits sagte, sowohl den Karakil als auch den Streitwagen auf Abruf haben zu können, sollte von Vorteil sein. Also es wird bestimmt irgendwie einen halben Tag oder so dauern, deswegen kann ich mir vorstellen, dass ich das wirklich jetzt frühzeitig in Auftrag geben muss. Dann gebe es in Auftrag. Okay. Handschuhe auch einmal für jeden kaufen mit, die sozusagen... Nein, wer braucht alles Handschuhe, wenn wir da reinklettern wollen? Übers Aquädukt und dort dann eben... Oh, jetzt lassen wir uns überlegen. Im Prinzip müsste nur einer hochklettern. Wir haben eine Strickleiter für den Rest. Wäre es nicht sinnvoll für alle? Falls also wir... Ich würde die Handschuhe für jeden empfehlen. Ja. Der da vielleicht entlang klettern muss. Dann bekommt jeder ein paar Handschuhe. Gut. Und das mit dem Sicherstiegtor mache ich auch klar, falls wir uns doch für den Ausritt mit dem Streitwagen oder gegen den Streitwagen einigen. Richtig. Notfalls können wir den Karakil als etwaige Ablenkung losschicken. Und sobald sich alle Aufmerksamkeit darauf konzentriert, können wir den Streitwagen etwas unerkannter abhauen. Und wir fliegen mit dem Karakil weg. Wir werden das sehen müssen, wenn es soweit ist. Nun gut, dann wünsche ich wohl geruht zu haben. Stehe ich auf und mache mich dann auf meinen Weg nach Hause. Gut. Ach, eine Sache noch. Magister. Ja. Ich musste leider dieses Artefakt auslösen, dass ich mir gegen Zauberabwehr habe machen lassen. Ihr könnt den Zauber nicht zufällig erneut hinansprechen. Gebt es mir einmal, dann schaue ich nach. Gut. Ich gebe es euch dann morgen früh wieder. Gottheim gesagt, du brauchst doch die Thesis. Echt? Die braucht man? Ja, ohne Thesis keine Aufladung möglich. Dann ignorieren wir die letzten drei Sätze einfach, ja? Nein. Das okay. Artefakt hat jetzt voll aus. Zeit für die Kräuter. Wie spät am Abend oder am Tag ist es? Wir können zwar nicht gut. Also jetzt aktuell haben wir so 20 Uhr. Ist jetzt schon die Ausgangssperre in Kraft? Naja, was heißt Ausgangssperre? Es wird davon abgeraten, dass man draußen nicht mehr rumläuft. Du kannst jetzt natürlich noch rausgehen und in dann deine Taverne gehen. Kommt jetzt auch an, wie viel du noch machen möchtest. Ich würde bloß wie auch diese Berichterstatterin des Optoliten nochmal aussuchen. Ja, dann kannst du es jetzt noch machen. Oder auch morgen, wenn du willst. Ich weiß nicht, was du morgen und so brauchst. Ja, auch stimmt, das ist morgens besser, denn ist so viel ausgeruhter und. Ja. Mal gucken. Gut. Immer will noch ganz gut. Ja. Kommt ihr mit oder habt ihr noch etwas zu tun? Ich wollte noch das Karakil-Transportgestell in Auftrag geben, damit das schon mal in der Zeit, wo ich vielleicht selber schlafe, gearbeitet wird dran. Nun gut. Gut, dann kann Ömer zum Schwarzstoffwerk gehen oder nach Schlotheim. Natürlich oder unnatürlich? Man fragt mal nach, was denn wohl so das Billigste hier ist. Billigste ist Schlotheim.
Dann wird nach Schlotheim marschiert. Und das war das Schnellste. Ja, super, das machen wir. Gut. Wir müssen ja tolle Erfahrungen sammeln mit Unholz. Mhm. Ja, dann wir haben du schon Erfahrungen. Schlotheim kannst du dann Erfahrungen mit Unholz sammeln und da dann in Auftrag geben eine Transport. Gestell für kein Karakil. Genau, haben sie vor Ort 3 Stück zur Auswahl, je nachdem, ob du ein ganzes Heer oder sowas transportieren willst. Das ist dann so für die 4 gehörenden Karakile und wenn du nur ein gehörten Karakil beschwören willst, dann so eine kleine, da passen dann 10 Leute drauf, haben sie auch. Ja, klar, das Kleinste. Ja, zeigen sie dir, kannst du gegentippen, gutes altes Unholz. Du musst deine Hand wieder zurückziehen, das Holz beißt kurz nach dir. Ach, das wäre jetzt allerliebst. Ja, was kostet das denn? 5 Dukaten. Kannst gleich so mitnehmen oder jederzeit auf Abholung bereit. Aber nur 10. Kann ich das für 6 Dukaten in den nächsten 1-2 Tagen abholen dann? Ja, geht auch, aber nach 10 Werktagen verfällt dann Anspruch. Ja, dann zahle ich die 5 Dukaten nur, dann verfällt er sowieso nach 10 Tagen, alles klar. Ja. Alles klar. Damit bist du Besitzer eines Karakil-Transportbox-Geheges. Dann bin ich nach Hause gegangen und morgen werden es die Handschuhe gebraucht. Ja, dann könnt ihr schlafen und am nächsten Tage wird in der Arena. Jan darf natürlich wieder kämpfen. 2-mal der Schwertkampf, der ansteht. Der erste Kampf gegen Sirium Grimm, der Schänder. Ein riesiger Trollzacker, hatte ich ja schon erzählt. Der da mit seiner großen zweihändigen Axt auf dich zustürmt. Ich sage einfach mal, zieh dir 10 Lebenspunkte ab und du hast gewonnen. Den Kampf werde ich jetzt nicht auswürfeln. Das ist mir echt zu anstrengend. Okay. Dann Jolaus, schmeiß mal die Verarztung und. Trink doch einen Terriak. Alter Terriak, einfach 10 Lebenspunkte drauf. Nach der Einlage gestern. Ich tu da keinen Finger mehr dran. Kannst du Sirium Grimm auch schlagen und am nächsten Tag, beziehungsweise nein, an diesem Tage am Abend würde Jelnan von Dunkelschein auf dich warten. Zwischendurch ist auch noch das Bogenschießen, möchte immer da teilnehmen. Klar. Ja, du bist auch ganz oben geführt bei denen, zusammen mit dem grünen Ritter. Und wenn du auf dich selbst wettest, wirst du keinen einzigen Penny bekommen. Ja, ich werde gar nicht wetten. Okay, ich wollte so sagen, also deine ich gebe den Gräumen jetzt nicht die Chance, dir Geld zurückzugeben. Einsatz mal 20 wirst du hier nicht mehr kriegen. Du bist keinen einzigen Talerchen mehr wert für die Wetten. Da stehen uns, also Jalan könnte dann eben noch ein paar Wetten abgreifen, aber auch der hatte 50 Punkte. Das heißt, die Wetten sind da ziemlich. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mal fünf Pfeile reinschmeißen. Wie ist die Quote auf mich? 10%. Wie war denn aber die Erschwernis? Müssen wir mal gucken. Für dich 12, für mich 8. Kann man wieder seine eigenen Pfeile spalten oder auf irgendwas Besonderes schießen? Kannst du machen, ja. 12 war doch, glaube ich, zum Spalten, ne? Ne, 12 war für dich normal, weil also, du das etwas größer bist. Jalan kriegt eine plus 8 und eine plus 12 für Jala. Für eine plus 12 für Irmer, wie Kurzburg. Genau, aber dann kann man ja noch zielen für 4 Punkte und sind wir bei, ne? Sind wir bei plus 8. Ja. Spalten war nochmal die Erschwernis drauf. Ja, genau. Es wird, glaube ich, erst, wir werden erst einmal verdoppeln, also von einer plus 12 auf eine 24 . und dann die 4 Punkte abziehen vom Ziel. Genau. Also ich habe die 16, da ziehe ich 4 Punkte ab, dann habe ich eine plus 12. 1. Wir einfach mal 5 Stück, Johnny, 5 Stück. Aber vielleicht will ich ja spalten zwischendurch. Ja, dann sag doch einfach mal an, wann. Na gut, dann würfel ordentlich.